Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Heute sind nochmal die Montagsspiele dran. Die anderen gab es gestern bzw. vorgestern. Schaut dafür gerne auf den Kanal vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Halle gegen Wolfsburg. Der Hallesche FC ist schon eingespielt in der dritten Liga und dementsprechend auf dieser Ebene der Vorteil bei den Gastgebern. Doch der VfL Wolfsburg lässt sich von sowas in der Regel nicht beirren. Felix Klaus mit der ersten Möglichkeit. Der Hallesche FC in der Defensive zunächst gefordert, auch wenn es hier nicht wirklich gefährlich wurde. 9 Punkte von 12 möglichen, das ist die Bilanz vom HFC nach 4 Spieltagen in der dritten Liga. Damit kann man sehr gut leben und somit hier eigentlich eine breite Brust. Doch der VfL war qualitativ schlicht und ergreifend überlegen. Und Xaver Schlager in der 11. Minute nutzt es dann aus, dass der Ball da durch den 16er umherirrt ohne einen Abnehmer. Dann wuchtet er ihn halt ins rechte Eck. Das war ein sehr reifer Auftritt der Glaser 11. Nächste Möglichkeit, der Kopfball hier von Joao Victor war jetzt nicht wirklich gefährlich. Aber dennoch gab es auch nach Standardsituation immer wieder Chancen zum Abschluss. Man konnte also wirklich sehr zufrieden sein als Fan des VfL. Dann dieser starke Ball zu Weghorst, der leitet nochmal weiter und Joao Victor mit dem 0:2 in der 43. Spielminute. Das machten sie eiskalt, ließen dem HFC etwas Leine zum Laufen, doch dann zogen sie sie ein, konterten gnadenlos. Kurz vor dem Seitenwechsel aber die Chance für Bentley Baxter Bahn per Freistoß. Keine verkehrte Position. Kuhn Castell zwischen den Pfosten macht sich bereit. Doch das ist dann im Endeffekt kläglich vergeben. Eine gute Freistoßmöglichkeit liegen gelassen und somit ging es mit dem 0:2 in die Pause. Im zweiten Abschnitt wurde das Bild dann nicht groß verändert. Der VfL investierte etwas weniger, kam seltener nach vorne, aber dominierte trotzdem weiterhin nach eigener Lust. Und Felix Klaus nochmal mit dem Kopf, trifft abermals nicht erfolgreich den Kasten. Die Schlussphase lief ein letztes Mal der VfL Wolfsburg. Maxi Arnold und Weghorst, der dann hier den Ball verliert. Der HFC könnte es über eine Kontersituation ausnutzen. Bentley Baxter Bahn zu Göbel, aber der im Abseits und dann war es das Ganze. Der Hallesche FC hat sich hier wacker geschlagen, aber war im Grunde genommen nie im Spiel in der Lage, dem VfL Wolfsburg Paroli zu bieten. Kassi gegen Hannover 96 im Wildparkstadion. Ein Duell der Zweitligisten. Hannover ja aus der ersten gekommen, Karlsruhe von der dritten in die zweite. Die erste Chance bot sich hier den Niedersachsen, die in Rot aufliefen. Das ist Marvin Bakalorz. Pripp zu Bakalorz. Uphoff wird direkt mal in der Frühphase dieser Partie geprüft. Die Gastgeber sind stark reingestartet in die Zweitligasaison. 2 Spiele, 2 Siege, das wollen sie jedoch gerne vergolden. Hannover mit dem Holperstart, 1 Punkt nach 2 Duellen. Jetzt der gute Ball von Muslia auf Linden. Maina, Duxch, Edgar Pripp und 0:1. 18. Minute, super Treffer, die nicht unverdiente Führung für die Gäste, die hier mehr vom Spiel hatten und die Chancen auch kreierten. Davon beflügelt der nächste Angriff über die rechte Seite. Fantastische Flanke und Hendrik Weidand ist super schwer zu verteidigen. 29. Minute, bereits das 0:2. Der KSC
in dieser Situation ohne Möglichkeit zu verteidigen. Es konnte jetzt vor dem Seitenwechsel noch bitterer werden. Edgar Pripp. Aber Opoff ist wirklich ein starker Rückhalt. Zeigt er auch hier wieder. Zählt zu den überdurchschnittlichen im deutschen Unterhaus. So ging es mit dem 0:2 in die Pause. Die Karlsruher sonnten sich ein wenig. Ansonsten war nicht viel Schönes und Positives von diesem Spiel mitzunehmen am Montagabend. Aber es gab ja noch 45 Minuten Zeit zur Korrektur. Doch Hannover 96 tat den Karlsruher natürlich nicht den Gefallen, aufhören nach vorne zu spielen. Keine Option und somit die nächste Chance. Lindmainer aber noch zu ungefährlich nach dem Seitenwechsel. Nun der KSC über Lukas Fröde. Tiede ist mit dabei. Anton kann die Flanke nur halbherzig klären. Lorenz ans Aluminium. Nochmal die Chance. Und das war jetzt ganz knifflig. Erstmal schauen wir auf die Möglichkeit zum Anschluss. Und hier eine Handspielsituation kann man gut und gerne auch auf Elfmeter entscheiden. Den gab es nicht und somit lief den Karlsruhern weiterhin die Zeit davon. Nochmal eine Chance, Gordon mit dem Kopfball. Doch selbst dazu kam es nicht mehr. Der KSC muss sich geschlagen geben, wachte vermutlich zu spät auf, als sie schon 0:2 zurücklagen. Dann hätte es eben diesen Strafstoß geben können. Unter dem Strich geht dieses Resultat in Ordnung. Der Gast aus Hannover ist damit eine Runde weiter. Das Duell Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal kann man schon beinahe als Klassiker bezeichnen. Zum vierten Mal treffen sie aufeinander, jedes Mal im Ostseestadion. Und tatsächlich hat sich jedes Mal der FC Hansa Rostock durchgesetzt. Der VfB Stuttgart kämpft gegen diese schwarze Serie bereits im letzten Jahr. Mussten sie hier aber eine bittere Pleite hinnehmen. Der erste Durchgang hier war wirklich sehr, sehr fad. Die einzige nennenswerte Aktion nach vorne hier von Hamadi Al-Gadoui. Doch dieser Abschluss war nicht wirklich gefährlich. Hansa Rostock spielte schon gegen Unterhaching etwas fragwürdigen Fußball, kam kaum nach vorne zur Entfaltung und so war es auch hier gegen den VfB Stuttgart eine nach vorne relativ enttäuschende Leistung. Aber als Drittligist ist das eventuell auch vertretbar. Zweiter Durchgang, nun mal eine Standardsituation. Pepic bringt den rein, Karasor kann es fürs Erste klären, Alschwede dann aus der Drehung. Doch Marc-Oliver Kempf schmeißt sich rein, der ein bitteres Eigentor beim 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim produzierte. Nun der VfB gefordert. Die Davi und Sosa mal mit in die Spitze ausgewichen. Aber kein Problem für Kolke. Den fängt er ganz einfach ab. Nun nochmal zum Ende hin der regulären Spielzeit. Hansa Rostock, Königs und Alschwede, der da den Ball gut behauptet. Öztürk sieht Vollmann. Testet nochmal Gregor Kobel. Der war alles andere als zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Absolut verständlicherweise, das war vom Zweitligisten deutlich zu wenig. Mit dem 0:0 ging es nun in die Verlängerung. Der VfB Stuttgart wollte es nicht drauf ankommen lassen und hatte hier noch ein paar mehr Körner zu bieten. Al-Gadoui. Die hundertprozentigen Möglichkeiten blieben aber nach wie vor aus und der FC Hansa Rostock versuchte jetzt noch den Lucky Punch zu setzen. Letzte Möglichkeit in der Verlängerung für die Koggenelf. Königs, Altschwede nochmal, Königs, Öztürk, Vollmann, nein.
keine Tore nach 120 Spielminuten und somit ging es ins Elfmeterschießen. Russisch Roulette auf Fußballerart. Es stand nach 4 Elfmetern auf beiden Seiten 3:2. Rostock verschoss ein, Stuttgart sogar 2. Pepic mit der Möglichkeit zur Entscheidung gegen Gregor Kobel. Doch Pepic visiert zu platziert, haut den Ball an den Pfosten und somit die Chance für Pascal Stenzel zum Ausgleich. Der rechte Verteidiger gegen Kolke. Nein, auch er trifft nur den rechten Pfosten und somit scheidet der VfB zum fünften Mal im fünften Versuch gegen den FC Hansa Rostock im DFB-Pokal aus. Und die Kogge, ja, die kann träumen vom Pokalsieg. Der FC Energie Cottbus ist mittlerweile wieder in der Regionalliga angelangt. Nach einem Jahr in der dritten Liga ging es wieder in die Amateurspielklasse. Der FC Bayern möchte hier nichts anbrennen lassen, spielte von Beginn an nach vorne. Thiago mit der ersten Chance. Doch noch nicht zielstrebig genug. In Bundesliga-Zeiten vom FC Energie konnten sie hier auch dem FC Bayern durchaus mal gefährlich werden. Schlugen sie hier sogar im Stadion der Freundschaft. Doch diese Zeiten sind aus Cottbuser Sicht leider schon Ewigkeiten vorbei. Und dann fiel auch irgendwann das 1:0. 23. Minute, Distanzschuss von Lewandowski ans Aluminium. Koman setzt nach, schaltet als Schnellster und nickt ein. Da war dann für Moser nichts mehr zu machen. Doch die Gastgeber wagten sich nun auch mal nach vorne. Beyazid und Felix Brückmann testet Manuel Neuer. Das konnte man der Elf von Pele Wollitz wirklich zugute halten. Sie verschanzen sich nicht nur hinten, sondern spielten auch nach vorne. Gab aber dann diese Möglichkeiten auf der anderen Seite folgerichtig das 0:2. Robert Lewandowski mit dem Kopfball. Und das ist der Fluch, wenn man auch nach vorne spielen will gegen die Bayern. Das wird in der Regel konsequent bestraft. Und im zweiten Durchgang ein noch drastischeres Bild. Energie Cottbus nach vorne. Jetzt fast unsichtbar. 0:3. Corentin Tolisso. Dann auch mit der endgültigen Entscheidung. Wird da nicht angegriffen, dann wuchtet er den Ball rauf und machte alles klar. Tatsächlich nun aber nochmal die Gastgeber. Felix Brückmann haut auch dann einfach mal drauf. Neuer hält den sogar fest, aber durchaus ein erwähnenswertes Offensivzeichen von den tapfer kämpfenden Cottbusern. Doch auf der anderen Seite waren dann zu große Lücken für den Gast aus München da. Corentin Tolisso mit dem 0:4, 10 Minuten vor dem Ende. Das ist tödlich, doch die Cottbusser liefen sich in der ersten Stunde die Lunge aus dem Hals. Mittlerweile war kaum noch etwas wie Gegenwehr zu spüren. Müller mit der Flanke, Koman 0:5. Jetzt war es auch richtig bitter aus ergebnistechnischer Sicht. Die Bayern ziehen damit ungefährdet ohne Gegentor in die nächste Runde ein. 5:0 gewinnen sie hier am Montagabend gegen den FC Energie Cottbus. Die Gastgeber, wie gesagt, hauten alles rein, doch die qualitativen Unterschiede zwischen Regionalliga Nordost und Bundesliga sind einfach zu groß. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Ihr seht die Ergebnisse von heute. Schaut gerne in die anderen Prognosen noch rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Video und tschüss.